Es hat sich schon wieder minimiert. Das gibt's nicht. Mini Naira, bist du das? Wer ich? Nein. Ich war so sehr damit beschäftigt, den Minenbetrieb wieder aufzubauen. Den Minenbetrieb? Ja, wir haben alle Robosas verloren. Ja, da wir alle Robosas verloren haben, mussten wir echte Raposas für die ganze Art der Arbeit anheuern. Es ist nicht leid, billige leichtwillige Kandidaten zu finden. Trotz unserer äußerst großzügigen Angebots. Jetzt habe ich auch lesen verlernt. Ich glaube nicht, dass man weit kommt, wenn man Rapos schikaniert. Du hast recht. Vielleicht sollten wir eine Jobmesse organisieren. Du solltest das mit Mari besprechen. Sie weiß bestimmt, wie man das angeht. Das werde ich. Oh, König Minerich, warte. Wir suchen nach einem Raposa, der etwas komisch aussieht. Mit seltsamen, winzig kleinen Ohren. Hast du ihn gesehen? Ja, das habe ich. Ich wollte so einen merkwürdigen Raposa rekrutiert. Er ist zum Viertel des galaktischen Dschungels gelaufen. Wollte nicht mal den Fragebogen ausfüllen. Danke, König Minerich. Lebt wohl. Schön, dass ich helfen konnte. Die Namen sind super. Ich glaube, da ein bisschen Action auf einem anderen Kanal, der die dann aus Versehen mit zu dem anders geratet hat. Oh, okay, ja, das. Oh, gut. Ungünstig. Wir sehen uns im Viertel des galaktischen Dschungels. Warum gehen wir nicht zusammen? Willkommen in dem schönen Rapodorf. Ich finde es auch immer schön, wenn man so geradet wird und die ganzen Bots mit rüber gejagt werden und du denkst so, yay! Erstmal die ganzen Bots bannen. Zusammengehen ist overrated, weiß man doch aus jedem Horrorfilm. Ah, stimmt, ja, sorry. Ich guck nicht so Horrorfilme oder so. Ich weiß sowas natürlich nicht. So. Hey, bin da. Du brauchst 22 Sterne für das nächste Level. Mimi. Jo, finde ich als Mod sowohl auf der Raider als auch der geretteten Seite super. Ja. Ha. Wie? Dieser Baki ist ja voll durch den Wind. Finde heraus, was da los ist. Hä, der macht voll die Party. Der ist nicht durch den Wind. Bringe alle Gegner in den Bereich und erreiche den Ausgang. Welche? Alle? Der hat mir jetzt nicht gesagt, welche. Die könnte ich ja dann einfach reinschubsen. Wenn ich hochgehe, sind dann die Stacheln, dann muss ich den dann da reinwerfen. Hier, guck mal. Komm, ich setze jetzt einfach zwei. Ha! Dann mache ich das Ding hin. So. Komm, wir versuchen es mal. Von fünf.
Oh. Von 5. Ah. Mist. Ne, stell mal bitte wieder auf. Shit. Nein! Okay. Nochmal. Nein! Kacke. Mitkommen. Aua. Au, au, au. Fuck. Hey, das hat eben besser funktioniert. Haha. Oh, du meinst. Oh. Ich habe eine Idee mit dem. So, warum nicht gleich so? So, der Herr. Lauf mal ein Stück hier, bitte. Alle. Wuhu. Hep. Tschüssi. Wuhu. Und fast 3 Sterne. Aber ich habe die 22 fürs nächste Level. Was ist eigentlich die Backstory zu dem Spiel? Oh. Also. Sagen wir, das ist jetzt der dritte Teil. Und du bist eine Schöpfung von... eigentlich den ihrem Gott. Und sollst denen helfen. Und in dem Teil hast du die Menschenwelt und die Welt der Raposas, die du beide retten musst. Und da ist der eine tolle Bösewicht, der setzt dann immer böse Gedanken etc. in die Menschen rein. Und in die Raposas. Und du musst dann in denen ihre Köpfe rein und das wieder in Ordnung bringen. Das sind dann die ganzen Level, die du machst. Also du bringst die Leute dann wieder zu Verstand. Und musst halt den Typen aufhalten. Und als Schöpfung kannst nur du in die Weltköpfe von den Menschen. Wie ein Ravemare-Schweinchen und WTF. Und es gibt einen Menschen, der dir helfen soll, theoretisch. Der kann als einziger zwischen den beiden Welten hin und her reisen. Eigentlich kann das keiner außer die Schöpfung. Aber der ist gerade verschwunden und wird von dem Bösen bezirzt, dass der nur der Böse ihm helfen kann. So, das haben wir zumindest jetzt mal aktuell gelernt. Und die Leute sprechen nicht immer wieder auf Ereignisse aus den vorherigen Spielen an. Aber das ist so ewig her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Hat ja auch. Wie lange waren es jetzt? 11 Jahre gedauert, für bis Teil 3 kam. Ich muss diese Wahl gewinnen! Welche Wahl? Ich verstehe nicht, warum dir das so wichtig ist. Mein Leben hat keine Bedeutung, wenn ich nicht das Sagen habe. Okay. Das Bürgermeisteramt ist die wichtigste Position in unserem Dorf. Entschuldigung. Vor allem jetzt, da der Rat aufgelöst wurde.
11 Jahre, das sind ja fast Half-Life-Abstände. Ja. Hey Mini Naira, deine Stimme für Klick. Was? Das ist nicht witzig. Nur wir Raposas können für den Bürgermeister stimmen. Ich muss Mari davon überzeugen, mich zu unterstützen. Kennst du zufällig ihre Vorlieben? Rapobeeren? Brötchen? Vielleicht Rapomünzen? Ja, Bestechungsgelder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bestechung illegal ist. Ich tue alles, was nötig ist. Um zu gewinnen. Er ist ganz besessen von der Wahl. Das sollte sich mal jemand ansehen. Ja, ich gehe schon in seinen Kopf. Ist okay. Klick denkt darüber nach, die Wahl durch Betrug zu gewinnen. Bestechung gewinnt Wahlen schon im alten... Im alten Rom. Ja. Der macht doch alles richtig, oder nicht? Die Sieger alle Spielzeuge und erreichen den Ausgang. Schon der Ausgang. Ich muss den Geist auf jeden Fall platt machen. Das Ding, das Münze, den Geist, den Geist, den Geist, das Ding, den Geist und darunter. Okay. Ja, so funktioniert Politik. Ja, habe ich mir auch gedacht. Hey du, Geist. Oh, ja, hab ich gekannt. Spring halt noch höher, du Sau. Ja, ich hab die Münze. Juhu. Hey Geist, was geht? Hi. Na. Mist. Hey Geist. Hey. Na, was geht? Geht doch. Hey. Au. So nicht. Was? Komm mal mit. Komm, ich bin hier hinten. Geht doch. Hey Geist. Na? Nein! Komm zurück! Oh Menü. Na? Hi. Nochmal. So. Au. Oh. Nein. Oh, Schande. Nein! Fuck. Okay. Ich mache ja schon nochmal. Oh. Hey Geist, ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Kannst du noch mal herkommen? Hm. Oh. Hey, komm mal her. Nein. Sweet. So. Ha. Juhu. Hier hinten. Nein. Oh, Menno. Ha, nicht getroffen. So, hey Geist. Nein, Mist. Aua. Mau. Komm her. Komm. Gut.
Oh, tschüss. Das kann ja jetzt nur gut gehen, oder? Mist. Komme ich nicht mehr hoch. Nein! Mist. Och, Mello. Das hätte so gut funktionieren können, aber nein. Muss mich ja wieder dämlich anstellen. So, komm her. Dich mache ich platt. Nein! Kacke. Komm her. Ich mach das jetzt anders. Komm, komm, komm. Spür das. Und das. Juhu, guys. Dich mach ich fertig. Attacke. Komm. Haha. Tschüss, ich geh. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Bringe alle Träumer in den Bereich und erreiche den Ausgang. Wo ist der Träumer da oben? Ach, okay. Ja. Aha. Oh, guck mal. Ein Häschen mit einem Karottenschwert. Doch, lass ich es. Oh, oh. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Nicht auf den roten Knopf treten, bevor es soweit ist. Okay, auf den roten Knopf treten. Mir fallen langsam die Augen zu. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht und schlaf gut. Träum süß. Kurz Sauerkraut. So. Genau, mach mir die Tür auf, danke. Schieben, schieben. Schlecht, ganz schlecht. Ja, ja, doch. Komm schon, Hase. Komm schon, Hase. Geh weg. Nein, du Kackhase. Nein. Mist. Ich krieg dich nie wieder hoch. Okay, okay. Aber wir wissen, wie es funktioniert. Wird gemacht, Chef. Yay.
böser Geist. Okay. Durch, nein. Nimm sie durch. Der da direkt runter. Ja, nein, rennt vor ihm weg, danke. Oh oh. Hey, oh. Oh Gott sei Dank, er schiebt nur. Puh. Schieben ist okay. Schiebung! Wow. Böser Hase. Böser Hase. Fuck, ich hätte den Hasen noch gebraucht. Nein! Oh Mann! Okay. Gut zu wissen, dass ich den Hasen noch brauche. Da wieder, oder? Schön zumindest hüpfen. Nein! Komm, lauf schneller. Der kommt gleich wieder. Das kann er ja eigentlich mal nur sein. Ja, ich kann mit dem gar nicht hoch genug springen mit dem Hasen. Oh nee. Okay, ich hab's verstanden. Der Hase muss den oben nach unten schieben. Okay, ich bin einfach nur doof. So. Gut. Dann hätten wir das geklärt. So, lau! Ich bin so froh, dass die Monster nicht aggressiv auf diesen komischen Träumer reagieren. Das wär's noch, wenn die anfangen würden, hier mit der zu rennen. Schieben!
Jo, das interessiert den nicht. Geil. Schieben! Hi. Au. Ja! Endlich! Level 3 von 3. Bringe alle Träumer an den Bereichen rechten Ausgang. Da ist der Träumer. Hä? Soll ich nach vorne kommen? Ach so. Okay. Ja. Ich brauche erstmal den hier. Der läuft auf mein grünes, oder? Welches Rote unterschieben? Ich weiß nicht, ob ich noch was. Okay. Nimm ihn! Ach, ich kann ihn nicht nehmen, weil er da unten drin ist. Mist. Komm her. Mist. Nein, jetzt ist er tot. Fein jetzt. Können wir neu starten. Oh, nicht dein Ernst. Nein. Nicht braun, nicht jetzt. Ach, das gibt's nicht. Hey, wie soll ich denn da reinkommen? Oh. Verstanden. Nein! Fuck. Da jetzt raus. Ach, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß. Ups. Glaub ich. Oh, nö. Soll ich den zwingen noch? Ja, aber irgendwie schon. Uff. Okay. Alle eingesperrt. Yay. Aber wie kriege ich den da oben eigentlich wieder raus? Ach, ich weiß wie. Uah, warte, lass mich raus. Das war genau so.
Gut, dass da eine Wand davor ist. Schön hier. Gut gemacht. Bald werden die Stimmen aller Raposas erhört. Aber ich glaube, das eine Level toppt nichts mehr. Ich würde mich immer noch über Paris Unterstützung freuen. Du kannst ja mal darauf. Kannst du ja mal daraufhin ansprechen. Danke, Mini-Neura. Ein erschlichener Wahlsieg ist nichts wert. Und wenn ich nicht gewinne, setze ich mich einfach für eine andere Kampagne ein. Es gibt so viele Raposas, deren Stimmen gehört werden müssen. Hey Klick, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Wir suchen einen Raposa, der keine Ohren hat. Hast du so einen gesehen? Mal überlegen. Hab ich nicht. Tut mir leid, Joey, leider nicht. Aber ich halte die Augen offen. Frag doch mal Miles darüber, drüben im Wasserliedviertel. Vielleicht kennt er ja diesen Raposa. Vielen, vielen Dank. Das machen wir. Ich muss Mari davon überzeugen, mich zu unterstützen. Und ihr beweisen, dass ich ihre Hilfe wert bin. Blau, kleiner Zukunftsbürgermeister. Ein Viertel haben wir noch vor uns. Wir sehen uns im Wasserlied. Entschuldigung. Keine Bestechung mehr? Nee, keine Bestechung mehr.